Samstagvormittag, Bellinzona, Fußball, Kids zum Spielen. Ich bin eine Runde laufen gegangen, richtig herrlich. Es ist ruhig und die Sonne scheint. Und ja, jetzt mache ich ein paar E-Mails. Dazu möchte ich dir noch was sagen. Es geht ums Geld sparen. Viele suchen immer wieder nach Tipps und Tricks, wie man gut Geld sparen kann. Oder schreiben mir auch, Nadja, hast du noch andere Tipps, wie man Geld sparen kann? Und eigentlich gibt es einfach einen wertvollen Grundtipp. Wenn man diesen beherzigt, dann spart man automatisch. Ändere deine Gedanken, ändere deine Einstellungen zum Konsumverhalten. Vieles gehört heutzutage einfach zum Standard. Da ist zum Beispiel eine Party oder du bist zum Abendessen eingeladen. Wie viele gehen automatisch ein neues Kleid kaufen, ein neues T-Shirt? Standard. Früher hat man vielleicht einmal im Monat oder einmal im Jahr neue Kleidung gekauft. Und heute wird für jeden Anlass ein neues Kleidungsstück gekauft. Dies ist nur ein Beispiel davon. Hätten wir nicht so viel Freizeit, könnten wir nicht so viel shoppen gehen oder Geld ausgeben. Also beschäftige dich lieber mit etwas, wo du dich weiterbildest für dich selbst. Mach etwas für dich, was Weiterbildung anbelangt. Dann sparst du auch automatisch. Menschen, die auf der Suche sind nach Geld sparen, genau diese Menschen haben eben diese Zeit dafür. Und sie überlegen sich nicht, dass sie vielleicht mal 2 Wochen oder vielleicht mal einen Monat lang einfach nichts einkaufen gehen. Nichts. Dann spart man automatisch. Da brauchst du keine Spartipps. Diese Aktionsflasche oder 5 für 1 oder einfach sein lassen. Einfach nicht kaufen. So hart das auch sich anhören. Das ist so die Antwort, die ich meistens oder eigentlich immer schreibe, wenn es um direkten Kontakt geht oder bei Mails Kontakt oder bei Chats und so. Und das Lustige ist, nein, es ist absolut nicht lustig, die Leute werden wütend, die schreiben danach nicht mehr oder werden wütend und die wollen das nicht hören. Die möchten lieber noch, die suchen 100.000 Tipps, wie man Geld sparen kann, aber einfach mal schauen, wo man das Geld ausgibt oder einfach kein Geld ausgeben. Nö, nein, das ist dann zu streng. Das will man eben nicht. Und daher bin ich halt dann wieder die Böse. Das ist auch wieder falsch. Wenn du das Gefühl hast, du musst es verzichten, dass man dir dann den Spaß wegnimmt, dann stimmt sowieso etwas nicht. Das Leben sollte dir auf andere Weise Spaß bringen. Du solltest Dinge machen können, die gratis sind, die Spaß machen. Das ist nicht Shopping, Konsum, all diese Abfallberge, das bringt nichts. Ich bin gleich fertig. Noch das Letzte. Es gibt so viele Studien darüber, dass der Konsum wirklich nicht glücklich macht. Du kommst nur immer eins mehr, ach, nur noch diese Uhr, nur noch diese Kette, nur noch dieses T-Shirt. Und immer, und dann hast du ein Glücksgefühl für ein paar Tage, vielleicht auch einen Monat, eine Woche. Und dann muss schon wieder dann ist das auch ein neues Auto. Nach einem Jahr ist das neue Auto auch nicht mehr dieses Gefühl, das es dir gebracht hat. Und du möchtest wieder ein neues. Es ist nicht das, was uns Menschen glücklich macht. Auch wenn die Werbung uns das immer und immer wieder rüberbringen will. Und es ist schwierig. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Sage ich nicht. Ich muss selbst auch achten. Nein, nein, ja, weißt du was? Das macht dich nicht glücklich. Such den Weg, der wirklich glücklich macht. Ein wunderschönes Grotto im Frühling, wenn es einmal geöffnet ist. Da hinten spielen sie auch Fußball. Ah ja, Zeit verbringen. Heute letztes Mal Fasching als Malermeister.